Willkommen zu diesem neuen Video. Nächste Fahrzeug steht vor der Tür. Und bevor wir das waschen fahren, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick vom Ausgangszustand. Machen wir mal unsere fixe Runde vor der Wäsche rum. Und ihr seht schon, allzu viel werden wir hier vielleicht gar nicht sehen. Wettertechnisch sieht das eher nicht so gut aus. Da müssen wir schon eher aufpassen, dass wir jetzt hier nicht nass werden. Ihr seht oben drauf aber ein wunderschönes Beading-Sheeting. Kunde ist mit dem Fahrzeug sehr pfleglich, hat sich zugelegt. Allerdings der Lackzustand sieht nicht ganz so nice aus, wie gesagt. Das werden wir uns alles nach der Wäsche angucken. Umso spannender bleibt es jetzt, weil wie gesagt, jetzt wird uns kein Sonnenpunkt hier irgendwas von Kratzer und Zwirls verraten. Ansonsten seht ihr, Kennzeichen sind vorne dran. Im Normalfall werden die immer abgemacht. Gerade auch wenn die mit solchen Pins sind, die haben wir immer auf Lager. Also sprich, die werden dann einfach durchgepiekt neu gemacht. Da wird auch nichts abgefummelt. Allerdings sind die hier noch dran. Warum, zeige ich euch gleich hinten, erkläre ich euch auch. Und ich habe auch die Einverständnis vom Kunden, dass die jetzt erstmal hier noch dran bleiben. Hier kennt ihr das Spiel. Hier sind eigentlich diese schwarzen Hochglanzteile dran, die dann so blind werden bei BMW, hat der Kunde komplett ausgetauscht. Allerdings haben die hier auch ein Problemchen. Schaut mal, man sieht jetzt hier wirklich überall Flecken. Und sobald man hier mit dem Finger irgendwo rauf toucht, hat man sofort ja, diese Tapscherspuren drauf. Wir werden es uns anschauen. Kunde sagt, er hat gelesen, dass es mit Keramik dann besser werden soll. Wir müssen erstmal gucken, ob sich das überhaupt verträgt. Weil schaut mal hier, sobald man so ein bisschen umherwischt, hat man halt diese Schlieren. Aber wie gesagt, dazu dann alles später mehr nach der Wäsche. Ja, machen wir unsere fixe Runde rum. Felgen sind auch neu, die werden später beschichtet, genauso wie die Bremssättel, Lackscheiben. Also sprich, das haben wir alles vor uns. Innenraum würde ich gerne rein, ich habe keinen Schlüssel, den hole ich mal schnell. Ist ja wieder top vorbereitet, der Bart. So, sub. Jetzt können wir hier nämlich auch mal reinschauen. Hier. Ihr seht es, also wirklich megamäßig gepflegt. Lackstift liegt schon drin. Vorne werden wir ein, zwei Steinschlägchen zutupfen. Ansonsten Lederreinigung plus Pflege, Armaturen. Alles einmal nochmal nachwischen. Aber ihr seht es, insgesamt ist das wirklich hier schon ein mega guter Pflegezustand. Er hat halt nur gesagt, okay, wenn, dann machen wir es einmal komplett schick. Ja, wie gesagt, hier außen gibt es jetzt nicht allzu viel erstmal zu sehen im Schattenbild. Da sieht alles erstmal gut aus. Hier hinten seht ihr so eine kleine Läuferkante. Also sprich, Stoßstange wurde hinten schon mal nachlackiert. Aber das, wie gesagt, alles nochmal gesondert, wenn wir nachher unsere Scan-Grip draufhalten, wenn das Fahrzeug gewaschen ist. Ja, hier hinten ist der Grund, warum das Ganze drauf bleibt. Kennzeichen ist geklettet, ihr kennt den Spaß. Wenn wir das Ganze jetzt hier abziehen, hält der Klett meistens nicht. Meistens kommt also der Klett schon, aber der Kleber nicht. Dann kommt der Kleber mit hinterher. Jetzt hat der Kunde Neues reingepackt, aber das Problem ist, wenn wir jetzt dahinter polieren, wenn wir das Ganze dahinter beschichten, wird der Kleber wieder nicht halten. Wenn wir jetzt quasi das abziehen, der Klett drauf bleibt, müssten wir den Klett abkleben, drumherum polieren. Dann habe ich auch gesagt, komm, dann können wir das Ding auch drauf lassen, drumherum arbeiten und letztendlich nachher das Kennzeichen einfach mit beschichten und dann ist das Ganze hier Ruhe. Aber wie gesagt, dafür braucht er dann natürlich auch die Einverständniskeit vom Kunden, dass der dann sagt, ja, ich bin damit cool, dass das Kennzeichen drauf bleibt. Dann ist es nämlich natürlich auch der beste Weg. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir vorne überhaupt runternehmen oder nicht. Ansonsten haben wir unsere Runde schon wieder komplett. Können hier vorne noch mal kurz reingucken. Aber dann, oh, hier habe ich ein wenig Dreck entdeckt. Nee, Spaß, wahrscheinlich wirklich nur von der Fahrt. Hier auf dem Sitz hat sich aber wirklich schon alles so richtig durchmarkiert. Schaut mal, hier ist auch so richtige Spuren. Da müssen wir mal gucken, wirklich mit einer soften Lederreinigung. Aber meist ist es dann, wenn es wirklich schon so richtig hier drin ist, durch den Topcoat durch. Aber wie gesagt, auch hier gucken wir uns das Ganze noch mal an. So, haben wir unsere Runde komplett gemacht. Allzu viel lässt sich jetzt hier noch nicht erkennen. Regen, trübes Wetter, aber umso mehr sehen wir natürlich nach der Wäsche. Genau da geht es jetzt hin. Für euch geht es ab ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Mit der Wäsche sind wir durch und der Innenraum ist auch abgeschlossen. Wobei, ihr habt ihn ja schon eingangs des Videos gesehen, dass der wirklich mehr als nur gepflegt ist. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass das hier sich nochmal gelohnt hat. Gerade die Lederreinigung und Pflege, die man wirklich regelmäßig betreiben sollte. Jetzt haben wir hier wieder ein schönes mattes Leder da, vor allen Dingen gepflegtes Leder. Und was sich hier auch definitiv, aber regelmäßig lohnt, wir haben wirklich
etliche unischwarze Leisten drin. Ich denke mal, da wird das Staubtuch hier definitiv der ständige Begleiter sein, denn ihr kennt das Spiel, einmal Sonnenstrahlen rein und dann sieht man natürlich jedes Krümelchen drauf und natürlich auch mit schonenden Tüchern daran gehen, dass er das Ganze nicht zerkratzt. Aber das Ganze ist natürlich für euch immer in der Videobeschreibung verlinkt, was ich hier anwende. In diesem Sinne, hier außen haben wir auch noch was zu tun und zwar den Lackbereich und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Schnappen wir uns die Lampe und machen unsere bekanntliche fixe Runde hier nach der Wäsche auch nochmal um das Schmuckstück hier rum. Und hier fangen wir direkt oben an und da trifft es echt ein Motto, was mir mal einer gesagt hat. Und zwar alles unter Kniehöhe. Ja, das ist nicht egal, aber das sieht meistens auch katastrophaler aus. Ist so ein Lackierer-Motto, was mir mal erzählt wurde. Und wenn wir hier reingucken, dann ist das Ganze echt wild. Ihr habt gesehen, obenrum sah es noch ganz vernünftig aus. Aber wenn man jetzt hier runter geht, dann wird es wirklich extrem heftig mit den Swirls. Gerade achtet auch mal bitte auf den Bereich hier, wie das Ganze hier nachher durchspiegelt. Sind natürlich auch die Ecken, die sich nachher alle deutlich schwerer hier wieder polieren lassen, weil man diese ganzen Rundungen, Kanten hier alle einzeln polieren muss und nicht direkt nachher auf den Kanten drauf rumrasiert. Denn dann kann es natürlich passieren, oder die Gefahr ist höher, dass man an so einer Kante irgendwo durchpoliert. Wir sollen hier mehrstufig polieren, wir sollen Gas geben, das Wunsch des Kundens, aber wir werden das Ganze trotzdem irgendwo mit ein bisschen Bedacht hier auf jeden Fall polieren, dass wir hier nicht die Gefahr laufen, irgendwo durchzukommen. Da muss man dann irgendwo mal ein bisschen dann, wie gesagt, den Kopf einschalten und da einfach manche Kratzer einfach Kratzer sein lassen. Über dieses Thema werden wir uns gleich sowieso mal unterhalten. Stoßstangenbereich ist hinten noch ein bisschen heftiger, wurde aber nachlackiert. Ich denke mal, der Lack wird dann MS-Lack sein, also sprich, da sind dann Oberflächenkratzer und Swirls deutlich schneller drin als in einem härteren Lack. Und gerade BMW ist ja typisch ziemlich hart vom Lack her. Ja, ansonsten haben wir ein paar Stellchen, die zugetupft werden, haben wir schon angeguckt. Hier ist eine Kante vorne, Motorhaube, Stoßstange. Da sollen die Steinschläge noch zugetupft werden. Das machen wir nach dem Cutting-Gang, vor dem Medium-Gang. Da habe ich so ein bisschen meine Technik jetzt hier, die ganz gut funktioniert. Und die schwarzen Hochglanzleisten, das Spiel kennen wir. Hier oben drauf sieht es eigentlich ganz vernünftig aus. Hier haben wir so ein bisschen tiefere, längliche Scratches drin und genau über dieses Thema werden wir uns gleich nochmal unterhalten. Unterschiede von Kratzern, welche denn eigentlich leichter rausgehen, welche ja schwerer rausgehen und wie denn welche Kratzerart eigentlich meistens entsteht. Wie gesagt, hier in dem Bereich seht ihr solche Swirls, also diese kreislichen, aber wir haben auch hier im wärmeren Licht, wenn man reinguckt, solche länglichen, tieferen Scratch drin. Kennzeichen bleibt dran, haben wir uns über das Thema unterhalten. Ich habe auch nochmal mit Kunden gesprochen, klar fürs Video wäre es jetzt besser, wenn sie abwehren, aber es wäre der sinnvollste Weg, die jetzt einfach dran zu lassen. Warum, haben wir uns schon drüber unterhalten. Ja, hier zieht sich es eigentlich wirklich komplett durchs Fahrzeug einmal so durch. Wir werden die Felgen dann auch gleich noch runternehmen, Felgen beschichten, Bremszettel beschichten. Vorher poliere ich oben rum, dann kommt das Auto hoch, dann können die runter beschichtet werden. Dann können wir nämlich nachher hier die Seiten polieren. Ist nachher, denke ich mal, die sinnvollste Nutzung vom Tag hier. Oder von der Zeit, besser gesagt. Ja, und Zustand, seht ihr, zieht sich hier wirklich einmal komplett am gesamten Fahrzeug so durch. Haben wir uns mal einen Überblick vom Lackzustand hier verschafft. Und ihr seht, obenrum sieht das Ganze ziemlich fresh aus. Untenrum eher nicht so, deswegen ist er auch da, abgesehen davon, dass er auch eine Beschichtung bekommen soll. Aber der Kunde wünscht sich natürlich hier auch einen optimalen Lackzustand und den wollen wir rausholen. Was wir auch gesehen haben, sind verschiedene Kratzer. Und zwar einmal diese kreisförmigen, die nennen wir Swirls immer, dass die Leute, die da nicht so die ganze Zeit im Fach drin sind, dass die auch mal Bescheid wissen. Und diese länglichen Kratzer, dazu sage ich immer diese Scratches. Und welche sind denn eigentlich schlimmer und wie entstehen die denn überhaupt? Die Swirls entstehen meist durch die rotierende Bewegung von euren Waschstraßen, deswegen sind die Fahrzeuge, die du durch die Waschanlage fahren, meist auch übersät mit diesen kreisförmigen Kratzern und die Scratches entstehen meist eher durch Büsche oder vielleicht Waschbürsten an der Waschbox. Gerade wenn man in dem unteren Bereich hier mit lang geht, dann entstehen diese länglichen Kratzer. Welche sind schlimmer? Welche sind leichter zu entfernen? Meiner Meinung nach kriegt man Swirls, die oberflächlich sind, deutlich leichter raus als diese länglichen Scratches, weil die sind meistens dann wirklich ziemlich tief reingefahren. Wir haben hier beides vertreten, deswegen müssen wir hier auf jeden Fall Vollgas geben. Freigabe haben wir vom Kunden. Das Ganze werden wir dann cutten, exzentrisch. Und da haben wir ja schon im letzten Video gesagt, dass uns da eine Maschine kaputt gegangen ist und da haben wir jetzt was Neues da und zwar hier auf eure Empfehlung oder viele Empfehlungen sollte ich jetzt mal auf Rupes gehen. Hier ist sie, die Mark II bei Waschguru bestellt und da werden wir jetzt mal den Einsatz prüfen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Pads drin, ein paar Tücher drin und sogar noch ein bisschen Politur in dem Set hier mit drin. Wir nutzen aber unsere speziellen Pads hier natürlich und unsere spezielle Politur. Aber ich bin gespannt, wie die Maschine sich jetzt hier macht. Da werde ich mich jetzt ranlegen. Für euch gibt es ein bisschen Musik. Sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's.
BMW ist komplett fertig und somit sind wir was? Richtig, fast am Ende dieses Videos hier schon wieder angelangt. Mehrstufige Politur hat hier für ein schönes Vorher-Nachher an dem Fahrzeug gesorgt. Allerdings mehrstufig mit einem riesengroßen Ausrufezeichen hinten dran. Nicht nur von der Polierkörnung, sondern auch von den Polierdurchgängen. Cutting-Gänge bei diesem harten Lack waren es wirklich einige pro Bauteil. Das Ganze dann mit dem MaxCut grünes Safe-Shield-Pad hat aber letztendlich für eine schöne Defektkorrektur hier gesorgt. Wir haben noch vereinzelt ein paar ganz tiefe drin, aber insgesamt sieht das hier echt neuwertig aus. Hochglanz gab es dann mit der Perfect Finish und dem bordeauxfarbenen Safe-Shield-Pad. Das Ganze exzentrisch poliert mit der Mark II. Wir haben sie im Video gezeigt und ich muss echt sagen, bin mehr als begeistert von der Maschine. Extrem kraftvoll, vor allen Dingen auch schön laufruhig. Und ein schönes Handling dran, was mir nicht ganz so schmeckt, sind diese langen Kabel immer bei Rupes hinten dran. Wir könnten ja vielleicht mal ein Vergleichsvideo zur XFE drehen. Beides hammermäßige Maschinen, allerdings gibt es kleine Unterschiede. Wenn euch das Ganze interessiert, haut es einfach unten in die Kommentare rein. Dann könnten wir da mal ein kleines Vergleichsvideo zu machen. Ansonsten auf den Lack Code Ultima, Scheiben Vitro Ultima, Felgen, Bremssättel haben dann Code RIMS bekommen. Alle Produkte, die in diesem Video angewendet wurden, sind natürlich wie immer für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die passenden Rabattcodes. Ja, Felgen, da gab es so ein kleines rundes Blümchen und zwar das hier, was ich jetzt nicht ganz so feiere, dieses ganze Thema, und zwar beim Felgen demontieren habe ich festgestellt, dass die hier extrem lose sind, sprich vorne rechts war es so lose, dass ich es einfach per Hand rausdrehen konnte. Habe den Kunden gleich kontaktiert, habe gefragt, Mensch, wer hat denn die Räder gewechselt, hast du selber gewechselt, was ist da überhaupt los? Beim Felgen montieren habe ich dann festgestellt, was los ist, und zwar greift dieses Blümchen hier, was nicht mal ganz so verknaddelt aussieht, nicht mehr vernünftig richtig rein, man kriegt es nicht richtig auf Drehmoment angezogen, und wenn man richtig Kraft aufwenden würde, würde das Ganze einfach überrutschen, abbrechen oder was weiß ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der Kunde wohl noch so ein Felgenschloss. Da müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze hier noch befestigt bekommen. Meine Aussage damit soll eigentlich nur sein, sprecht mit den Kunden, lasst sie nicht einfach losfahren mit so einem sicherheitsrelevanten Teil. Sind ja noch vier andere Bolzen dran, wird schon halten. Wie gesagt, wenn da irgendwas nicht richtig festgeht, auf jeden Fall Bescheid sagen. In diesem Sinne, ihr wisst jetzt auch Bescheid. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst ein Däumchen da, falls Fragen sind, unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein.